Das Arbeitsleben in der modernen Gesellschaft verändert sich radikal. Beispiel Berlin. Auf einer Fläche von etwa 891 Quadratkilometern leben knapp 3,5 Millionen Menschen. Tendenz steigend. Die Hauptstadt ist ein Spiegel unserer sich immer schneller drehenden Welt, in der ein sicherer Arbeitsplatz nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung steht. Insgesamt sind in Berlin 1,2 Millionen Menschen beschäftigt. Im Mai 2012 suchten 216.000 Personen einen Job, darunter ca. 20.000 Alleinerziehende. Ich hatte immer das Gefühl, dass von mir erwartet wurde, dass meine Verpflichtung dem Kind gegenüber von meinen Eltern übernommen wird. Und meine Eltern haben ihr eigenes Leben. Und ich sehe auch nicht ein, dass ich meine Verantwortung vernachlässigen soll, um Arbeit zu finden. Ich meine, zu arbeiten wäre toll, aber nicht wenn es zu Lasten meines Kindes geht. Gerade für Menschen mit familiärer Verantwortung ist es sehr schwer, eine Arbeitsstelle zu finden. Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft, aber nicht selten ein Hindernis bei der Jobsuche. Meine Erfahrungen, Arbeit zu suchen, waren sich sehr ähnlich. Im Grunde habe ich bis heute nur Absagen bekommen, weil mein Kind nicht von 5 Uhr morgens bis 18 Uhr abends betreut wird. Dieses Problem wird nun in Angriff genommen. Unter der wissenschaftlichen Leitung der Technischen Universität Dortmund konnte im Rahmen eines Verbundprojektes ein neues Konzept erarbeitet werden. Wir von der TU Dortmund haben die Arbeits- und Lebensbedingungen von Männern und Frauen in familiärer Verantwortung untersucht. Ein zentrales Ergebnis unserer Untersuchung, diese Beschäftigtengruppe, die ja Schwierigkeiten hat, in den Arbeitsmarkt zurückzukommen, erwartet von den Unternehmen die Bereitstellung flexibler Arbeitszeitmodelle und eine Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Eine solche umfassende Personaldienstleistung fehlt. Wir haben im Projekt die Aufgabe übernommen, eine solche Personaldienstleistung zu entwickeln, modellhaft zu erproben und umzusetzen. Flexibalance ist die systematische Verbindung von Betreuungs- und Arbeitszeitmanagement. Das Projekt wird von der TU Dortmund, von dem Personaldienstleister Manpower, dem Trainingszentrum Zeitarbeit und dem AWO Elternservice durchgeführt. Gefördert wird das Projekt vom Bundesforschungsministerium und dem Europäischen Sozialfonds. Ab sofort ermöglicht Flexibalance Menschen mit familiärer Verantwortung, flexibel zu arbeiten und allen Betreuungsaufgaben gerecht zu werden. Ja, war schwierig, Arbeit zu finden, die nur vormittags stattfindet. Kein Wochenende, eben kein Schichtdienst. Und danach habe ich gesucht und das ist in dem Beruf fast gar nicht zu finden. Da habe ich dann einen Tipp von Manpower bekommen, vom Arbeitsamt. Ich soll mich da mal melden und ja, da bin ich dann sehr voreingenommen hingegangen, weil es ist ja eine Zeitarbeitsfirma, die sollen ja alle schlecht sein. Und hatte dann ein Bewerbungsgespräch von 2 Stunden. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil da wurde mir halt Flexibalance vorgestellt. Und das war genau das, was ich brauchte. Gerade für alleinerziehende Mütter. Man kann einfach die Arbeitszeiten selber festlegen und das klären und dann geht das. Man verdient gut und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Man hat viel Verständnis, wenn irgendwas mit den Kindern ist. Und ich kann es mir nicht besser vorstellen. Freie Urlaubswahl, was ja auch wichtig ist, man braucht ja immer den Ferienurlaub. Ja, ein gutes Team, gute Zusammenarbeit. Ich glaube, das kriege ich woanders einfach nicht. In einem gemeinsamen Büro werden 2 Dienstleistungen innovativ verknüpft. Kinderbetreuungsorganisation durch den AWO Elternservice und ein flexibles Arbeitsangebot durch den Personaldienstleister Manpower. Für jede Person mit familiärer Verantwortung wird gemeinsam ein individuelles Konzept entwickelt, das flexible Arbeitszeiten ermöglicht und verlässliche Kinderbetreuung sicherstellt. Das Betreuungskonzept von Manpower ist in meinen Augen sehr schön, da ich einen echten Notfallplan manchmal benötige für mich und meine Tochter. Weil im extremen Notfall gibt mir Manpower die Möglichkeit, mit der Arbeiterwohlfahrt einen Betreuungsplan für mein Kind zu arbeiten.
arbeiten und dass im Notfall die Betreuung gesichert ist. Und so kann ich meiner Arbeit nachgehen oder eben auch zur Schule gehen. Ein Kernstück der Beratung durch den AWO-Elternservice ist die Unterstützung bei der Organisation der Betreuung. Dazu gehört auch die Sicherstellung von Betreuung im Krankheitsfall. Sogar Neuorientierung und eine Ausbildung sind so möglich. In Berlin werden alleinerziehende Frauen und Männer zu staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern ausgebildet. Wir haben mittlerweile zwei Flexibalance, sogenannte Flexibalance-Klassen hier bei uns. Wenn wir zum Beispiel merken, es ist für eine Teilnehmerin doch besser, vielleicht nur 20 Stunden zu arbeiten und nicht 25, dass das eben dann auch möglich ist. Ja. Was die Schulungsinhalte angeht, ist es absolut identisch zu dem, was eine Erzieherin, Erzieher eben an einer normalen Schule auch lernen muss. Ja, das unterscheidet sich in keinster Weise. Der Wunsch, Erzieherin zu werden, den hatte ich ja schon lange. Und wenn ich jetzt in den 2 Jahren das erfolgreich abgeschlossen habe, dann hoffe ich mir auch, dass ich eine Arbeitsstelle finde, wo das gut kompatibel ist, um mit meinem Sohn auch noch Zeit zu verbringen. Und jetzt in Kitas, wenn man jetzt in der Kita eine Stelle bekommen würde, da ist es ja sehr gut möglich. Ich meine, die haben nicht am Wochenende auf, was in dem Sinne für mich praktisch wäre. Und es sind auch nicht Arbeitszeiten bis 20 Uhr oder 21 Uhr, sodass man auch sein Kind noch gut in den Hort unterbringen kann. Was durch Flexibalance in Berlin erfolgreich umgesetzt wurde, soll nun an weiteren Orten im Bundesgebiet Einzug erhalten. Neue Chancen für Menschen mit familiärer Verantwortung.